Ich brauche nur etwas, womit ich euch rausziehe. Etwas, das viel Zugkraft hat und gut ziehen kann. Tja, nur was? Ich kann sie doch rausziehen. Ich habe Abschleppwagen-Power. Ja! Habt ihr gehört, Schwestern? Blaze wird euch! Hey, wo seid ihr denn? Oh, oh. Pickys Schwestern sind weggetrieben und wir wissen nicht, wohin. Ich bin hier drüben! Das klingt wie meine Schwester Lily. Um sie zu finden, müssen wir ganz genau hinschauen. Wenn ihr Pickys Schwester Lily seht, ruft Lily! Lily! Pickys! Das klingt wie Millie. Suchen wir sie. Wenn ihr Pickys Schwester Millie seht, ruft Millie. Millie! Ja, hey! Millie! Hey, hat einer von euch Tilly gesehen? Ich bin... Wenn ihr Pickys Schwester Tilly seht, ruft Tilly! Tilly! Hurra! Jetzt müssen wir nur noch eine Schwester finden. Frilly! Wenn ihr meine Schwester Frilly seht, dann ruft Frilly! Frilly! Frilly, wie schön, ihr seid gerettet! Klasse! Wir haben jetzt alle drei Cousins gefunden und alle vier Schwestern von Picky. Also müssen wir nur noch einen retten. Seinen Opa! Er muss in der Höhle da sein! In dem komisch aussehenden Berg! Das ist kein Berg! Das ist ein Vulkan! Oh, oh je! Vulkan oder nicht Vulkan, mir egal. Ich gehe da jetzt rein und rette ihn. Und zwar mit Hilfe von Blaze. Die kriegst du, Picky. Opa! Picky! Bin ich froh, dich zu sehen. An diesem Felsen hier kommt mir irgendwas sehr komisch vor. Opa, setz doch mal kurz die Brille auf. Was? Ah, jetzt seh's auch. Der Felsen, auf dem ich bin, zerbricht gerade. Oh nein, Opa! Er ist zu schwer für den Felsen. Der bricht unter der Last. Wir müssen irgendwie darüber kommen und ihn retten. Schnell, wir benutzen mein Abschleppseil, um uns über die Lava auf diese Felsen zu schwingen. Aber vorsichtig! Nur die stärksten Felsen können unser Gewicht tragen. Helft uns, den stärksten Felsen zu finden. Der stärkste Felsen ist auch der größte. Welcher Felsen ist der größte? Der Felsen, ja! Bereit, Picky? Ja, bereit! Der Felsen zerbricht nicht. Wir haben den richtigen ausgesucht. Klasse, Picky. Das macht ihr gut. Fürs letzte Mal schwingen brauchen wir den größten Felsen, der keine Risse hat. Welcher ist der größte, der keine Risse hat? Der da, ja! Ich komme, Opa! Picky fliegt los! Ah! Yeah! Du hast es geschafft! Wir müssen so schnell wie es geht hier weg! Alle gut festhalten! Ich schleppe uns sicher hier raus mit Turbo Speed! Wow! Oh! Um Turbo schnell zu fahren, ruft Gib Speed! Gib Speed!
Oh oh, der dicke, schwere Kürbis hat die Achterbahn zerbrochen. Rostfleck, wir müssen die Achterbahn reparieren, damit wir den Kürbis aufhalten können. Schnell, wir messen ab. Legen wir unser Maßband an den Anfang der Lücke. Jetzt folgen wir den Zahlen bis zum Ende der Lücke. Bis zur Zahl 4. Das heißt, wir brauchen ein Stück, das 4 Meter lang ist, um die Achterbahn zu reparieren. Überlass das mir und meinem Zauberstab, Abracapicki! Wow, ich habe 3 Teile gezaubert. Messen wir nach, um zu sehen, welches von den Stücken genau 4 Meter lang ist. Welches Stück reicht genau bis zur Zahl 4? Das lila Stück, ja! Das reicht genau bis zu der Zahl 4. Hurra! Ja! Und seht mal, da ist ein Crusher! Oh nein, da fehlt schon wieder ein Stück! Helft mit, wir messen die Lücke ab. Um die Lücke zu reparieren, brauchen wir ein Stück, das genau da hineinpasst. Ein Stück, das 6 Meter lang ist. Oh, ich helfe euch! Abracapicki! Benutzen wir unser Maßband. Welches Stück ist 6 Meter lang? Das rote, ja! Repariert! Jetzt alle dem Kürbis nach! Ja! Ja, auf geht's! Oh oh, um das zu reparieren, brauchen wir ein echt langes Achterbahnstück. Wir brauchen ein Stück, das 7 Meter lang ist. Na, dann wollen wir mal! Abracapicki! Welches Stück ist 7 Meter lang? Das blaue, ja! Ja, es hat geklappt! Jetzt kann ich endlich meinen besten Freund Crusher retten! Bevor er über den Rand der Achterbahn rollt! Ich kann nicht hingucken! Um ihn zu retten, müssen wir super schnell sein und mit Turbo Speed fahren. Wow! Damit wir Turbo schnell werden, ruft Gib Speed! Gib Speed! Jemand muss mir helfen! Schnell, sprecht alle das Zauberwort. Ruft Abracapicki! Abracapicki! Crusher! Ein Glück! Mann, sind wir froh, dich zu sehen. Alles okay, mein Großer? Ja, entschuldige, dass ich einfach so deinen Zauberstab benutzt habe. Ach, nicht so schlimm, Crusher. Aber beim nächsten Mal fragst du einfach. Dann können wir das Zauberwort zusammensprechen und was Lustiges machen. Sowas wie das. Abracapicki! Ja! Juhu! Juhu! Ja! Abracapicki! Abracapicki! Mein Zauberstab kriegt alles gleich in Gang. Ob nun eckig oder rund, ich mach alles kunterbunt. Ob unfassbar oder essbar, ganz egal. Yay! Abracapicki, Abracapicki, dieses Wort lieben wir total.